Willkommen wieder. Wir sind heute den ganzen Tag rumgefahren. Ach, mir fehlen die Worte. Servus aus Schwarzach. Unser neuer Sponsor heute. Bitte jetzt die Klappe halten. Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Wir sind jetzt endlich mal angekommen. Wir hatten einen nicht allzu langen Tag, was die Fahrt angeht. Gestern sind wir 9 Stunden circa gefahren. Und heute nur ein paar Stunden, aber die meisten... Yo, Bro. Wir sind jetzt endlich angekommen. Hatten leider quasi beim ersten Campingplatz, wo wir gesucht haben, sehr viel Besuch plötzlich. Es war so ein offener Parkplatz und die haben angefangen mit Musik laut zu machen. Und das ist nicht so wirklich, was wir vorhaben, wenn wir vor allem wild campen. Aber wir sind in Frankreich, an irgendeinem Berg, wo ich sowieso quasi das nicht gut aussprechen kann. Und keiner hier konnte mir auch wirklich sagen, wo wir wirklich sind. Wir haben auch kein Internet. Aber schaut es euch mal an. Ist mega geil. Wir haben echt eine schöne Stelle gefunden. Halt hier muss man ein bisschen Offroad quasi von der Straße hochfahren. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir keinen VW-Bus-Besuch kriegen oder ähnliches wie vorhin. Ja, wir machen uns das hier schön. Es ist tatsächlich Wildcampen und ja, morgen stehen wir hoffentlich früh auf und fahren ein bisschen weiter. Also wir bleiben hier in den Alpen, in der Gegend von Frankreich, weil wir natürlich am Ende an der Valois eintreffen sollen oder unsere Reise beenden sollen. Ja, bis dann. Zelt und dann Markise. Da musst du die Profilarme ganz vorne, alle rausziehen. Alle Profilarme von innen. Ja, genau. Und dann alles öffnen.
machen wir. Bauen wir uns. Ihr seht, wir haben hier Wind. Aber Alucard Marquise ist stabil. Sag mal, Sophie. Servus aus Schwarz. Johnny, kannst du dann noch mal über den Stein stolpern? War schlecht. Ja, kein Problem, bloß Wasser zu trinken, oder? Ja, klar. Schmeckt der Kaffee ganz besonders. David, brich dir bitte nichts. Du schaffst es von da drüben. Gut, David, gut, David. David, komm. Doch, spring. Nein. Hier, guck mal, da ist der Weg. Das ist kein Weg, dann fandest du abkommen. Ja. Da ist wenigstens ein Schild drauf. Sieben kleine Zwergelein. Bla la 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 la. Hi, we are at France at the Valois. If you look around, it's the Alps. It's the coolest off-road messe in the world, I believe. We are staying here to support our dealers. If you walk around here, you will see a lot of product that come from Alucard. Doing actually very good deals in very good markets in France. So we are staying here. We have brought with us our Land Cruiser with the tow roof and the shadow awning from Alucard. And we brought the Edge Out with us. Actually, we used it the week before the show. We traveled with it at the mountain to get some photo shooting, some more experience. It was amazing. The market loved it. It's been, there's so many people ask about the Land Cruiser and about the Edge Out. And our dealer also start to ask if they can order the stuff and also to represent us in those countries. If you are off-roader, overland enthusiastic, check this show. It's fun. You stay here, you walk around all the street. There's a lot of very nice exhibitors. There's still some real off-road companies here. That's something that in Bad Kissing in Germany you don't see anymore. You see more overland, and here you really see some racing and off-road and rally.
And what's so fun here, that behind every stand there is a coffee shop, a butchery, a brasserie, or fromager, yeah, or whatever, and very good local beer. So actually, it's just pure fun. And we at Genesis Import, we are here already, I think, that's the 8th year in a row that we are doing. We will keep coming because for us, it's one of our biggest event of the year. I came here with my family. So usually what's happened is that I'm working and they are traveling. But I do it because I love it and I enjoy it. It's a lot of fun here, a lot of interesting people. People here are not so stressed, they are easy, they are funny. Even they're not, almost nobody speaks English, but we find a way to communicate. And that's it, just fun. And Jonathan, thank you for what you do.